Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Tutorial. Und zwar zeige ich euch heute wieder den Mod-Loader, standardmäßig. Und der Mod, den ich euch vorstellen will, ist InfTweaks. Ihr könnt euch das downloaden im Minecraft-Forum. Hier der Resogamis Mod-Loader. Ist wieder unten in der Videobeschreibung. Wieder hier auf Download direkt oder Adfly. Dann warten, über Adfly 5 Sekunden warten und direkt, das geht schneller. Und in Inventory Tweaks gibt's auch im Minecraft Forum. Entweder scrollt ihr bis dahin runter oder ihr klickt einfach da auf Download. Dann kommt ihr auch dahin. So, hierfür braucht ihr auch wieder den Mod Loader. Und zwar klickt ihr jetzt einfach hier drauf, wartet wieder 5 Sekunden. Wartet wieder 5 Sekunden. Wieder Werbung überspringen. Und dann kommt gleich auch gleich der Download. Datei speichern und auf OK. So. Und ich mache das jetzt nicht, ich habe das schon gemacht. Die stehen unten in der Videobeschreibung, die zwei Links. So. Jetzt habe ich, das hier beides auf dem Desktop gepackt. Jetzt machen wir den Minecraft-Ordner. Dafür gehen wir hier unten auf Start, Suche, Prozent, App, Data, Prozent, Enter und suchen uns den Punkt Minecraft-Ordner. Der ist jetzt als erstes irgendwie wieder. Dann gehen wir hier auf, also Texture Packs, halt Texture Packs, wie schon im ersten erwähnt. Bin, Minecraft, Rechtsklick, öffnen mit WinRAR oder 7-Zip. So, hier ist wieder. Hier ist wieder der Meta-Info-Ordner, den müssen wir wieder löschen, weil sonst funktioniert kein Mod. Auch wenn der Mod-Loader da ist, funktioniert es auch nicht. So, hier sind die zwei, so. Machen wir zuerst den Mod-Loader. Wir können auch einfach nur Doppelklick machen, dann öffnet sich halt nur WinRAR mit den Dateien. Hier sind wieder die ganzen Class-Dateien, die ziehen wir einfach wieder hier rein, in den Minecraft-Ordner und klicken dann auf OK. So, jetzt ist der Modloader auch schon fertig. InfTweaks. So, ja. So, hier sind auch ganz viele Class-Dateien. Erstmal die Class-Dateien auch wieder in den Minecraft-Ordner rein. So, was ist denn hier alles drin? InfTweaks. Lang. Dings da, Booms da. So. Es geht ja ganz stark davon aus, dass der auch hier rein soll. Oder? Warte, ich muss jetzt mal gucken. With me? Ah. Ja, hab ich. Remove and ja, put the launch. What? Warum? Warum so komisch? Put all the zip contest in the Minecraft jar. Ich gehe mal ganz stark von aus, dass die mit rein muss. So, auf OK. So, jetzt ist das hier auch drin. So, jetzt können wir das schließen und das erstmal auch. So, soweit ich weiß, war das jetzt die Installation. Dann sehen wir uns gleich wieder im Spiel wieder. Bis gleich. So, da sind wir jetzt im Spiel, in Minecraft wieder. Und klicken auf Anspieler und auf Testwelt, die ich für die Mods erstellt habe. So. Jetzt stehen wir hier bei dem letzten Tutorial unterm Berg. So. Das war InfTweaks, was wir installiert haben. Und zwar ist das Inventory. Und zwar hier. Auf dem ersten Blick ganz normal. Auf dem zweiten Blick sieht man hier oben diese drei Punkte. Inventareinstellungen und sowas. Verknüpfung an, aus. Also, es war bestimmt hier dieser Punkt da oben. Also, der hier, ne? Bestimmt. Hier, also wenn ihr hier auf das Fragezeichen klickt, sieht man die ganzen... also nicht Einstellungen, Tastenkombination für den Mod. Auch mal durchlesen. Dann wisst ihr alles. Truhe, Schaltflächen, und zwar wenn man an Truhen ist. Soll ich das mal kurz machen? Ich brauche kurz einen Baum. Dann zeige ich euch mal kurz, was ich meine, was damit gemeint ist. Wenn es immer schneller
vorangehen würde. Ja. Nein, habe ich keins. Mist, schade. So. Stellen wir mal kurz. Baum. Brauche ich dafür für eine Kiste. Spannend. Und das bei einer Mod-Vorstellung. So, jetzt haben wir hier unsere drei Holz. Und jetzt unsere Werkbank. So. Jetzt machen wir uns hier mal eine Kiste. So. So, mit den Thronschaltflächen meinen die bestimmt halt dann die hier. Und zwar, wenn man hier was reinlegt, so, so und so und so. Und das auch, wenn man da auf das Z klickt, dann ist alles in einer Reihe. Also Z heißt Standardsortierung. Spaltensortierung, da kennt sich eigentlich auch schon was von daher, aber ich zeige es nochmal. So. Und in Zeilen sortieren halt so. So, mehrere Optionen ist, oh Gott, kann man das überlesen? Rüstung automatisch anziehen. Also wenn man jetzt eine Rüstung im Inventar hat und dann Shift und Linksklick drauf, dann zieht er sie gleich an. Beim Aufnehmen sortieren, also wenn man was aufnimmt, dass das gleich im Inventar sortiert wird. Da mehr Optionen, Sound aktivieren, ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Öffnen Sie Verknüpfung zur Ordnungsdatei. Ne, brauchen wir jetzt nicht. So, mittlere Maustaste, was ermöglicht die Sortierung mit der mittleren Maustaste auszulösen? Ach so, automatisch auffüllen. Also automatisch auffüllen ist, wenn man jetzt mehrere Schwerter hat und das eine kaputt ist, dann wird das gleich nachgelegt. Sagen wir mal so. Ja, das war die Mod eigentlich auch schon. Wenn ich hier jetzt hier mal kurz was hole, einfach hier mal ein bisschen Dreck. Dann wird das hier gleich im Inventar sortiert. Dann hole ich mir. Gibt's hier Sand? Nö, hier ist kein Sand. Doch da. Wenn ich mir jetzt sogar Canes hole, dann sind die auch gleich hier im Inventar sortiert. Der Sand auch. Ne? Da. Weil man noch mal kurz demonstrieren kann, ist, dass die Kissen offen bleiben können sogar. Da das Holz. So, mal kurz ein paar Stecker. Machen wir uns hier mal kurz zwei Äxtchen. Und dann kurz hier runter. So. Wir machen jetzt mal das kurz so lange, bis die leer ist. Das kann etwas dauern. Einfach hier so runterbuddeln. Wir werden schon irgendwo hinkommen. Was war das jetzt? Das verstehe ich auch nicht. Schneller, schneller, schneller. Gott. So. Gleich kaputt. Gleich kaputt. Ach ja, ich wollte mal so erwähnen, dass sie gleich kaputt ist, ne? Schon kommen wir gleich hier am Bedrock an. Am Grundgestein. Oder wir fahren gleich irgendwo in Lava und sterben. Oder finden Gold. Das soll ich abbauen können, oder? Nö. Erde. Stein. Wenn ich jetzt jemanden finde, ja, dann ist er ganz schön. Und komm schon. So, ihr habt gesehen, die ist kaputt. Und gehört. Eigentlich. Und jetzt haben wir hier gleich die neue, ne? So ist das. Also wir hatten ja zwei Holzspitzhacken, haben die eine kaputt gemacht und gleich kam die neue. So, die Frage ist jetzt, wie komme ich wieder hoch? La 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 la. Reicht
das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Oh, Gold. Immer noch. Ha. Ich glaube, das reicht gar nicht. Ich habe gesagt, es reicht nicht. Dann nehmen wir jetzt hier mal kurz die Erde. Schneller, 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 schneller. Und 11 Kies. So. So. Das war jetzt die Mod. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann sehen wir uns bei der nächsten Mod vielleicht wieder oder beim nächsten Spiel. Bis dann, das war's. Und auf Wiedersehen.